Hi und herzlich willkommen zu einem kurzen Gameplay mit mir, Lissy. Yeah. Okay, gut. Ich habe mir jetzt einfach mal Mario Kart 7 rausgesucht, weil ich das Spiel ellenlang nicht mehr gespielt habe und da ich sowieso nie ein Let's Play machen würde, dachte ich mir, ach komm, machen wir doch einfach mal ein cooles Gameplay davon. Und ich würde sagen, wir gehen mal global rein, versus rennen, weil ich in allen anderen total scheiße bin. Ja, das Mii wäre natürlich eine coole Sache. Ansonsten nehme ich aber immer Yoshi! Oh, der ist so süß. Ich liebe den. Oh Gott, ich muss schnell sein. Ich weiß gar nicht mehr, was ich früher mal genommen habe. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Bienenmobil. Man sieht ja oben die Werte, die dann da sich verändern. Oh Gott, Hilfe, nein, ich will nicht flapp flapp. Egal, wir spielen jetzt einfach mal so vor sich hin und schauen, was dabei so rauskommt. Ich bin nämlich schon gespannt, weil ich wirklich verdammt lange nicht mehr gespielt habe. Ich kann mich nicht mal mehr an die Steuerung erinnern. Oh. Ich glaube zumindest, dass man mit A irgendwie so fährt. Ja, das wäre zumindest eine ganz gute Sache, die man wissen sollte. Ich glaube, mit R und L slidet man oder so. Aber ich glaube, ich hatte auch mal so ein komisches Teil, wo man auch richtig damit lenken konnte. Yeah, Lissy! Oh mein Gott, jetzt wisst ihr, wo ich wohne. Dark Pit, wer auch immer das ist. Ach, falls einer mit mir spielen möchte, ihr könnt mir ja mal eine PN auf YouTube schreiben und dann könnt ihr cool mit mir spielen. Yeah. Also ich habe ja schon ein paar von euch bei Animal Crossing geaddet und dann dachte ich mir, oh ja, klar, wieso machen wir das nicht auch bei Mario? Ey, jetzt muss ich schon warten. Toll. Also wie gesagt, wir können das dann halt auch in diesem Spiel mal machen und die Leute sehen schon schlecht aus. Dann freue ich mich darauf, die fertig zu machen. Ja, okay, wahrscheinlich eher nicht. Gut, dann sehen wir uns gleich, wenn das Rennen hier gleich zu Ende ist. So, okay, da sind wir endlich wieder. Boah, ey, ich muss gerade fast 5 Minuten auf die scheiß Jammels da warten. Ah, oh, das sieht schon cool aus. Donkey Kong Jungle, bam. Und das Regenbogen Boulevard. Okay, wir nehmen das jetzt einfach mal. Oh ja, Regenbogen Boulevard. Ja, komm, das nehmen wir direkt mal. Weil in der Strecke bin ich mal total gut. Nein, bin ich nicht. Oh, das ist grausam. Und wieso steht bei den DS? Ach so, ach ja, okay, nein, ich verstehe schon. Das bedeutet einfach, auf welcher Strecke die zuerst halt war. Oh toll, das ist schon wieder dasselbe, was gerade, glaube ich, gezeigt wurde. Und die Strecke erinnert mich immer an Black Ops 2. Da gibt es nämlich auch so ein komisches Schiff, was total angammelt und nervt. Und man kann hier so einen perfekten Start machen, nur ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube bei 2. Ja, machen wir jetzt. Bäm! Hat sogar geklappt. Hey! Ich kann mich noch an was erinnern. Oh Gott. Das hat ja schon mal gar nicht funktioniert mit dem geilen Sliden. Moment. Da. Aha! Oh. Zwar voll in die falsche Richtung. Ah! Ja, perfekt, gut. Und ich eben so, ah ja, das wird bestimmt voll leicht. Ja, die Gegner sind ja so derbe schlecht. Ich nehme den Pilz. Oh, Pau. Hä? Nein. Ich wollte schon so richtig gehässig lachen. So, hehehe. Was? Nein, hier wollte ich gar nicht rein. Oh Gott, nein. Hier bin ich langsam. Och Mann, ey, ich bin echt so schlecht geworden in diesem Spiel. Woo! Geiles Dance. Und du bist in der Ecke hängen geblieben. Yeah. Und ich. Aua. Ich nicht, aber dafür wurde ich verprügelt. Ja, verprügelt besonders. Das Wort trifft es total gut nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht gegen die Wand. Nicht gegen die Wand. Oh, das war sinnlos. Ich hätte vielleicht mal den Pilz einsetzen sollen und dann die andere Scheiße machen sollen. Hey, geh weg! Au, boah! Mann! Das liegt bestimmt alles an diesem komischen Gleiter, den ich ausgewählt habe. Dieses Para-irgendwas. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Oh, die Tische bewegen sich! Ich glaube, ich habe diese Strecke noch nie gespielt. ja, perfekt. Ich bin so gut. Och nee. Was bringt denn das überhaupt, wenn man unter Wasser geht? Ich glaube nichts. Wahrscheinlich dauert das einfach noch viel länger und 10.000 Jahre. Oh, ein Stern! Ja, das kriegen immer die schlechtesten Mitspieler. Ich mit den Kugel, Willi. Oh ja, geil. Oh, wir können vielleicht sogar noch ein bisschen aufholen, aber nur ein bisschen. Also, ihr dürft jetzt gerne Wunder von mir erwarten. Okay, wartet, da ist schon einer. Oh! Ich krieg euch, ich krieg euch! Was, jetzt bin ich auch noch Siebter. Geil. So viel zu wundern. Ja. Natürlich kann man noch schlechter werden. Ey, nein! Oh! I hate you. Komm schon. Ja. Ja, toll, das bringt auch total. Wenn der erste Spieler getroffen wird. Ja, toll. Los. Ey, ich bin Sechster. Ich bin Sechster. Jetzt bin ich wieder Siebter. Oh, das Spiel ist cool. Oh, guck mal. Guck mal. Ja. Hey, ich bin Fachter. Oh Mann, das Spiel ist so heavy. Oh mein Gott, seht ihr meine Punkte? Das ist ja mal schlimm. Pff,
Ich weiß nicht mal, ob das gut ist. Ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Ich meine, bei Mario Kart Wii hatte man immer 5000 Punkte am Start. Ich glaube schon. Ey, am Start, ey. Hörst du voll Gangster-like an. Rennen wird vorbereitet. Jetzt dauert das wieder eine halbe Stunde. Ich sehe es schon kommen. Aber wenigstens müssen wir jetzt nicht auf die anderen Gammels warten. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal wieder Regenboulevard, ja. Regenbogenboulevard. Also so total abwechslungsreich halt eben, so muss das sein. Oh komm, oder Pilzschlucht. Pilzschlucht ist geil. Oh, das liebe ich voll auf der Wii. Ah. übertreib. Das Komische ist eigentlich bei diesem 3DS, eigentlich haben die den 3DS nur erstellt wegen dieser 3D-Funktion, aber irgendwie benutzt man die gar nicht. Also ich zumindest nicht, und ich kenne auch viele Leute, die die auch nicht benutzen. Deshalb ist die eigentlich total unnütz. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Und die haben alle diesen coolen Metall-Mario. Ich will den gefälligst auch mal haben. Ich habe aber eh voll wenige Sachen freigeschaltet. Ich habe noch nicht mal die normalen Cups zu Ende gespielt. Frag nicht, wieso. Hey, cool, ich habe die geile Scheiße. Yeah. Hey, guck mal, ich bin Erster. Jetzt nicht mehr. Oh, Mann. Nein. Das war eine Premiere. Oh. Und ihr wart live dabei. Wow. Und jetzt bin ich Dritter. Hey, Vierter. Wieso sag ich hey, Vierter? Das ist doch eigentlich schlechter, aber okay. Und wieso habe ich den jetzt dahin geworfen? Hey, das hat was gebracht. Cool. Guppa. Oh Gott, nicht ums Gesicht von dir. Nicht in dein Gesicht. So, gut. Oh nein, da kommt irgendwas. Oh nein, da ist einer mit Kugelwilli. Iu. Und da ist einer direkt hinter mir. Geh weg. Also das sehe ich ja gerade auf der Karte und die ich euch aber nicht extra mit einblende. Weil das ist eigentlich unnötig, das zu sehen. Oh nein. Boah. das hat sich gerade irgendwie wie Elmo oder so angehört. Was weiß ich. geh weg. Warte, wann ist er genau hinter mir? Ja! Oh, irgendwie macht ein das Spiel so richtig so Action geladen. Bam. Das Spiel macht einen Action geladen. Das hat gerade sehr viel Sinn ergeben. Ich bin Zweiter! Ich bin Zweiter! Komm mal, stopp! Oh, da ist ein Pilz rausgekommen. Nein, jetzt klauen die anderen mir den bestimmt. Och, Mann. Okay, das ist wenigstens eine Strecke, die ich kenne. Das ist doch schon mal auf jeden Fall ganz hilfreich. So. Und ich krieg durch. Yeah. Und die Musik ist auch zum Rocken. Yeah. Was? Eichelpilz? Oh, nee, das ist gar kein Eichelpilz. Das ist ein Tanuki-Anzug oder so. Nein, jetzt bin ich Erste. Oh, ich wurde gar nicht getroffen. Warum auch immer. Ah, zum Glück verstehe ich immer so gut, was in dem Spiel abgeht. Ja, klar. So. Nein, mein Tanuki-Anzug ist weg. Ah, du bist doof. Nein. Nein. Ey, das ist die letzte Runde und jetzt über... Oh, Mann. Jetzt überholen die mich alle. Die dummen Sausäcke. Irgendwie, keine Ahnung. Wieso fange ich immer zum Spaß an zu lispeln? Das ist voll komisch. Ja, klar, überholt mich alle. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Glider da einsetzt. Haha, du bist im Gras stecken geblieben. Haha. Okay, eigentlich ist für mich das größere Haha. Ich war zwei Runden, nee, warte, ich glaube, ich war eine Runde lang Erster und dann auf einmal so bam, abgekackt und Fünfte geworden. Toll, ich bin so gut. So muss das. Da bin ich schon mal gespannt auf die nächste Runde und ich möchte endlich mein cooles Regenbogen-Boulevard. Hilfe? Ich habe heute zu viel aufgenommen, das muss ich mal schon mal im Voraus sagen. Weil ich habe ja mein cooles Apollo Justice Let's Play aufgenommen. Und da habe ich die ganze Zeit die Opa-Stimme gesprochen. Immer dieses. Und da wird man immer voll heiß davon. Keine Ahnung. Das ist immer total toll. Yeah. Oh, Blätterwald, das ist auch toll. Aber ich will meins. Gib mir meins, bitte. Hat nicht schon jeder eine Auswahl getroffen? Ach nee, es gibt 8 Leute. Ach, ich kann so gut zählen. Hahaha. Let's go. Meins, meins, meins. Ja! Oh, cool. Das wäre jetzt perfekt, wenn das so der Abschluss dieses Parts wäre. Das wäre ziemlich cool. Also es kann sein, dass ich vielleicht noch mal ein paar Gameplay-Parts von diesem Spiel hier hochlade. Aber ich finde das eigentlich ganz cool. Ich habe es so lange nicht mehr gespielt. Ich komme mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das so war. Aber eigentlich macht das ja Spaß. Auch wenn ich ehrlich zugeben muss, dass ich die Wii-Teile um einiges lieber mag. Nur es wird vielleicht ein bisschen lustiger, wenn auch ein paar Abonnenten mitspielen würden. Wow. Da kann ich mich nämlich über die beschweren. Das macht immer Spaß! Oh, das war jetzt sehr schlau, da in der Luft den Panzer auch nur zu werfen. Oh ja, ich bin so gut. Toll. Geil. Ich sollte vielleicht nicht immer so viel sliden. Ein bisschen sliden. Oh Gott. Ist ja noch okay. Aber zu viel des Guten. Ciao. Ist auch nicht so doll. Aber die Strecke ist einfach cool, weil man weiß, dass man hier irgendwie 10.000 Mal runterfallen kann. Aber es muss nicht passieren. Und dann fühlt man sich manchmal einfach so richtig pro. Oh, wenn es nicht passiert. Oh, gut. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Oh, Mann, ich mag das aber irgendwie nicht, weil das
Ja gut, ich mag es eigentlich schon. Aber man hat immer diesen Nervenkick. Nervenkick, das Wort gibt's nicht mal. Aber okay, ich hab's gerade erfunden und dann gibt es das halt wohl. So ist das. Oh ja, Gleiter. Ich sehe nichts. Du hast mich angeschissen. Findest du das gut? Ja, ich glaube schon, sonst wird er es wahrscheinlich nicht machen, ne? Yeah. Oh Gott. Du kriegst die Scheiße ab. Ach Mann, ich habe das coole Dings da vergessen, also das Rumpfflattern. Yeah, und ich habe einen Stern. Na, ja, gut. Ja, sehr gut. Was, wieso hat einer diese 7 da? Was macht die nochmal? Oh geil, ich bin letzter. Oh, ich bin so gut. Das ist total. Oh nein, 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 Banane! Ja, oh Mann, eine einzelne Banane auf dem scheiß Weg. Und da fliege ich noch eher in die Banane, als so zu sterben. Ja, das ist geil. Oh Gott, boah, war das gerade scheiße knapp. Sag mal, wie lang ist denn die Strecke eigentlich? Wir haben doch noch gar nicht einen Durchgang gehabt. Wieso steht denn da Abschnitt 2? Ach, das geht wahrscheinlich einfach nur durch Abschnitte. Das ist natürlich ungut. Och Gott. Was? Oh nein. Ah! Wow. B-W-D-D-D-D. Voll die Dramatic-Mugge. Yeah. Oh Gott. Nein. Hier, Rainer. Toll. Yeah. Whee. Okay, Rainer. Aua, aua, aua. Oh Gott, Meteoriten. Hilfe. Oh, oh. Oh ja, bong, direkt so in die Fresse reingeklatscht. So will man das doch unbedingt haben. Oh, Mann. Alter, habe ich mir ja eine tolle Strecke ausgesucht, in der ich einfach mal am schlechtesten bin. Und dieser Pilz ist natürlich auch das Geilste auf der Strecke. Wenn, dann hätte ich ja gerne einen Kugel-Willi, aber doch nicht so eine Scheiße. Ich hab dich gleich, ich hab dich gleich. Ich hab dich! Ha, ha, ha! Ich bin nicht letzter! Yeah! Party hard. Ist doch schön. Oh, cool, gar keine Punkte. Ach, ist das gut. Ich habe gerade gar nicht gesehen, ob mir welche abgezogen wurden, aber das passt schon. Ich bin nicht Letzte und das ist immerhin etwas. Ja. Ich finde immer diese Turniere cool, die man in, ich wollte gerade McDonald's sagen, ja. Die man in Mario Kart machen kann, nicht in McDonald's, nein. Okay, dann nehmen wir jetzt DK Jungle. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Also die Stage kenne ich schon, weil ich habe irgendwann mal Donkey Kong Country Returns gespielt. Aber das Spiel fand ich dann irgendwie voll scheiße und jetzt alle so, oh mein Gott, wie kannst du nur? Alle regen sich mal voll auf, wenn ich sage, dass Donkey Kong scheiße ist. Aber ich bin wirklich einer der wenigen Menschen, die Donkey Kong einfach nicht mag. Wieso? Keine Ahnung, es ist einfach so. Ah ja, Blätterwald ist cool, aber da machen die mich bestimmt auch fertig. Aber wenigstens kenne ich die Strecke ein bisschen besser als die anderen, weil, wie gesagt, ich habe die 3DS-Strecken fast gar nicht gespielt, aber die Wii-Strecken habe ich immer übelst gesuchtet. Boah, das ist irgendwie ein Wunder, dass ich früher nie in einem Clan war oder so, weil ich habe das so gesuchtet. Nee, das war nicht mehr geheuer, du. Und hier gibt es auch, glaube ich, am Anfang noch irgendeine Abkürzung, aber ich weiß nicht mehr, wie man da hinkommt. Ah! Bestimmt fliege ich jetzt genau da rein. Ja, Oh, gut. Ich bin so toll. Und der hat mir sogar noch eine Münze abgezogen. Hallo, ich habe nur 2 Münzen. Was willst du mir denn bitte noch wegnehmen? Meine Würde? Ach nee, die ist ja schon längst weg. Huch. Flop. Ach, hier waren die komischen Haufen, wo entweder so geile Pilze rauskommen. Wieso bleibt der stehen? Ach, darum bleibt der stehen. Um mich dann nachher wieder zu überholen und meine Würde noch mehr zu klauen oder was. Ja, habe ich gemerkt. Geile Mugge, geile Mugge. Nein, 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 nicht in die Richtung. Oh, puh, ey. Mann, ich krieg hier immer voll den Herzinfarkt. Ja, ich bin 6. Also andere Leute würden sich bestimmt so gar nicht darauf freuen. Dann würden diese, ich bin 6, ich bin ja gar nicht 1. oder bla, blub und scheiße. Und ich freue mich schon voll darüber, dass ich nicht 3. bin. Ja, ja, das unterscheidet mich und andere Spieler. Ich hab das schon überholt. Wow, da ist jemand explodiert, wer auch immer das war. Oh Gott, die Leute sind alle hinter mir. Das ist ja richtig unschön. Geht weg, geht weg. Ich möchte auch mal strahlen. Okay, werde ich eh nicht. Und der macht die scheiß Abkürzung. Ich wusste es. Was hab ich denn jetzt hier? Ach ja, man kann das, glaube ich, alles abschießen. Ich weiß aber nicht mehr. Oh Mann! Ja, jetzt hatte ich mal das geilste Item. Ja, geil. Jetzt bin ich in meinen eigenen Tintenfisch reingefahren. Das ist natürlich das Schlauste, was man machen kann. Ja, klar, ne? Und der hat kein Item gekriegt. Na, 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 na. Ah! Ja, zu früh gelacht. So ist das nun mal. Oh! Ja, geil. Wer zuletzt nach lacht am besten? Das wäre eigentlich ein Spruch für mich. Schließlich kacke ich die ganze Zeit hier ab. Also, finde ich, das sollte gefälligst auch mal auf mich zutreffen. Tut es aber noch nicht. Mann, Spiel. Unterwerfe dich endlich so komischen alten Sprichwörtern. Verdammt. So, wii. Und hier wäre es, glaube ich, mal schlau, so eine Banane reinzuwerfen. Hat aber noch keine gemacht. Okay, Mario ist noch hinter mir. Noch. Gib mir doch einfach mal...
Oh nee, bist du scheiße. Da, ja, mhm. Ist das nett von dir? Oh, du bist so ein... Hahaha, du bist runtergefallen. Ja, okay, ich bin auch nett. Man merkt's. Okay, bitte. Item. Ja, toll. Das bringt jetzt auch noch sehr viel. Okay, ich werde jetzt eh siebte. Ach nee, das ist ja... Oh. Nein, ich werde noch achte. Ja, cool. Ja, wenn das so ist. Ha, ich hab dich weggekickt. Oh Mann, das ist die letzte Runde. Da bin ich schon mal gespannt. Das wird nämlich auch das letzte Rennen sein, was wir in diesem Gameplay-Part machen. Hm. Oh, wow, was war das denn jetzt? Was auch immer. Hey, ich bin fünfte. Ja. Ich komme noch nach vorne. Ich komme. Hast du die Münze eingesammelt? Das war meine. Okay, eigentlich nicht. Aber ich hätte die gerne geklaut. Das macht mir nämlich Spaß. Aber ich bin dritte. Oh mein Gott, vielleicht werde ich ja noch erste. Nein, werde ich nicht. Da ist schon einer. Oh Gott. Oh Mann, du hast mir kein Item gegeben, du Dummer. Ja, Windschattenmodus oder wie auch immer das heißt. Keine Ahnung. Okay. Ich bin nicht gerade gut, mir Sachen zu merken oder Sachen umzusetzen oder gut Mario Kart zu spielen. Ja, das ist natürlich toll. Oh ja, komm schnell. Bitte. Bitte. Komm, triff ihn. Ja! Warte mal. Bin ich Dritte? Nein, ich bin Vierte. Toll. Lass mich wetten, dass dieser rote Panzer hat ihn genau nach dem Ziel getroffen. Ne? Ne? Ja, bestimmt. Hundertprozentig. Oh, das ist ja so gut gelaufen. Naja, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Also sehen wir uns entweder bei einem meiner anderen Videos oder vielleicht sogar mal bei einem zweiten Part von diesem Gameplay mit Abonnenten. Ich verlinke euch jetzt einfach mal das Video, wo ihr meinen Freundescode seht. Dann geht ihr einfach ans Ende von das Animal Crossing Video, damit ich das jetzt nicht überall einblenden muss, weil das dauert mir zu lange. Okay, gut. Also bis dann. Tschüss.